Erzbischof Wichmann musste genau hier und jetzt die Rechte Magdeburgs unwiderruflich einrammen. Es gab bereits Klöster in Helmstedt, Walbeck, Hillersleben, Ammensleben, Hammersleben, Königslutter und das sommerburgische Kloster Marienthal. Innerhalb dieses Kreises befand sich damals noch kein Kloster und insbesondere nicht entlang der Ostseite des Passes. Und da kam dem Wichmann eine lokale Überlieferung gerade recht. Aus der Sage erfahren wir, dass der Schäfer Konrad also die Quelle entdeckt und eine Vision von Engeln und einer Statue der Jungfrau Maria hatte. Bald errichtete jemand einen kleinen Altar neben der Quelle und dann jemand anders eine kleine Kapelle darüber. Menschen kamen her und tranken von der heilsamen Quelle. Einige der Älteren blieben und so bildete sich ein kleines Hospiz heraus. Auch Räuber und Mörder werden mal älter. Die Attraktion der Umgebung blieb Reisenden nicht unbemerkt und bums mitten in die Idylle einer plätschernden Quelle und rauschenden Waldes tritt ein historisches Schwergewicht. Der damals bereits mehr als 70 Jahre alte Erzbischof Wichmann kam an die sagenhafte Quelle. Und was geschah? Erzbischof Wichmann erkannte den Wert der Quelle und des bereits entwickelten Gesundheitstourismus. Von dem Moment an änderte sich die Weltgeschichte im Mordtal. Tatsache ist, er war der Dreh- und Angelpunkt der Marienborner Weltgeschichte. Um die Beständigkeit der Einnahmen zu sichern, übertrug er auch noch 9 Hufe Ackerland im etwas nördlich gelegenen Dörfchen Stockdorf. Heute findet man das auf keiner Karte mehr. Um die Präsenz des Magdeburger Erzbistums auch symbolisch und visuell darzustellen, vermachte er den Nonnen einen seiner wertvollen Bischofsmäntel. Damit konnte man Pilger zum Herkommen und Verweilen und Opfern anlocken. Das bringt uns zum letzten Punkt von Wichmanns Wohltaten. Marketing. Gutes Marketing benötigt einen guten Namen. Mordtal verkauft sich nicht gut. Besonders nicht für Sterbende, die eigentlich noch ein wenig Leben genießen möchten. Der Wikinger Leif Eriksen hatte das mittelalterliche Immobilienmarketing schon längst erfunden. Aus einer riesigen Eiswüsteninsel machte er Grünland, um Siedler anzulocken, und so heißt sie noch heute, nach 1000 Jahren, die Insel Grönland. Ja, und so wurde aus Mordtal eben Marienbrunnen oder Marienborn. Siehste, geht doch. Wichmann verstarb 1194 und wurde im Magdeburger Dom bestattet. Im Mittelalter muss es doch so einige kleine Sünderlein gegeben haben. Und dann verstehen wir auch, dass viele Schenkungen stattfanden. So konnte man auch seine politische Position ausbauen oder verstärken. Nachdem Erzbischof Wichmann den Magdeburger Hirtenstab in die Region gerammt hatte, konnten die benachbarten Welfen nicht tatenlos zuschauen. Ein treuer Verbündeter der Welfen, die Grafen von Warberg, wurden bei den Angriffen gegen die Magdeburger besonders aktiv. Ein Generationswechsel sollte Linderung bringen, tat es aber nicht. Wichmanns Nachfolger, der Erzbischof Ludolf von Kropstedt, blieb der stauferfreundlichen Politik treu. Friedrich Barbarossa war auf seinem Kreuzzug umgekommen, sein Sohn und Nachfolger Philipp von Schwaben führte aber den Kampf im Norden weiter. Heinrich der Löwe verstarb, aber auch sein Sohn Otto IV. Führte seinen Kampf ebenso weiter. Die jeweiligen Vasallen hatten es wahrscheinlich nicht leicht,
sich immer richtig zu verhalten. Egal zu welcher Partei sie hielten, wenn sie verlor, verloren auch sie. Zu Weihnachten 1199 wurde es besonders schlimm in dieser Grenzregion. Philipp von Schwabens Truppen zerstörten Sommerschenburg, Helmstedt und Warburg bis auf die Grundmauern. Otto IV. Musste fliehen. Kurz darauf nahm aber Heinrich des Löwen Sohn, auch ein Heinrich, Sommerschenburg wieder ein. 1204 übertrag dann Kaiser Otto IV. Etwas Land im Dorf Twelften. Er nahm es einfach aus dem Besitz des Braunschweiger Cyriakusstifts und gab es an Marienborn. Rums, da war wieder ein Welfenfuß in der Tür. Ein Jahr später zog Erzbischof Ludolf von Kroppenstedt in Magdeburg nach. Er erwarb vom Edelherren Gottfried von Harpke etwas Land in Badenstedt und schenkte es dem Kloster Marienborn. Weitere zwei Jahre später, 1207, stiftete ein Nachfahre der Grafen von Ammensleben und Morsleben weitere Ländereien in Twelften, und seine Verwandten taten das Gleiche. Bald gehörte das ganze Dorf und alle Äcker und Wälder dem Kloster. Es scheint mir eine Art Blockbusting zu sein. Jedenfalls geschah in Twelften genau dasselbe wie in Stockdorf. Die Dörfer gingen ein. Die Leute zogen weg und suchten sich woanders neue Tätigkeiten. Die Mühlen waren verschwunden, die Wälder breiteten sich wieder über die gerodeten Flächen aus, die Menschen waren abgewandert. In Twelften hatten sogar einige Stifter noch eine eigene Kirche errichten lassen. Aber bald war es selbst den Priestern zu müßig, dorthin zu laufen. Heute besteht die Kirche aus einem kleinen Hügel von Ruinen. Die zwei verfeindeten Mächte der Welfen und Magdeburg überboten sich fast, um ihren lokalen Einfluss zu sichern. Bald gab Otto IV. Auf und verzichtete zugunsten Magdeburgs auf die Ansprüche in der Börde. Und da ist die Region dann auch einige Jahrhunderte geblieben. Als nun endlich Ruhe eingekehrt war, konnte ein längst fälliges Programm beginnen. Der Kirchenbau. 1208 war es soweit. Der nächste Erzbischof, Albert von Käfernburg, nahm Marienborn nochmals in Schutz und bestätigte dadurch den Anspruch Magdeburgs. Auch erließ er Organisationsregeln und fügte noch ein Stückchen Land in Erxleben hinzu. Frieden, Wachstum und Überleben waren also jetzt angesagt. Dazu benötigte man eine größere Kirche als die kleine Waldkapelle über der Quelle. Die nächstgelegene Anhöhe war gerade ideal. Es dauerte nicht lange, bis ein Areal für eine Ecclesia de Fonte Sancte Mariae abgesteckt war. Auch sollte neben der Kirche eine ordentliche Behausung für die Nonnen errichtet werden. All das kostete natürlich eine Menge Geld. Die Nonnen und Mönche besprachen ihre Vorstellungen mit dem Bischof und dieser mit dem Erzbischof in Magdeburg und der wiederum mit dem Erzbischof in Mainz, dem deutschen Alleroberstherten. Und der richtete vielleicht ein Schreiben an den Papst in Rom, seinem obersten weltlichen Dienstherrn. Ob Papst Innozenz III. Sich über den Antrag freute, wissen wir nicht. Jedenfalls tat er gar nichts. Der nächste Papst, Honorius III., allerdings auch nicht. Der dritte Papst dann aber, Gregor IX., nun, der war ein sehr beschäftigter Mann und der vierte Papst lebte nicht lange genug, jedoch der fünfte, der nahm sich der Sache mal an. Dieser gab dann die Angelegenheit, ja, seinem Sachbearbeiter, dem Kardinal Hugo, der die Antwort als Nuntius, also Gesandter, zurück über die Alpen vermittelte.
Obwohl alle dasselbe Ziel verfolgten, eine Kirche und ein Kloster zu errichten, waren sich auch alle einig über die Form der Umsetzung. Im Klartext: Jawohl, baut das mal, Geld bekommt ihr aber nicht, sondern das sammelt ihr mal schön selbst von lokalen Sponsoren. Papst und Kardinal riefen alle rechten Christen zur Spendenbeigabe auf. Und so ging es die Instanzentreppe wieder herab. Erzbischof Gerhard von Mainz leitete die apostolischen Grüße weiter mit einem freundlichen Zusatz. Er erteilte jedem Spender und Besucher einen kleinen Ablass von seinen Sünden. Um die Restfinanzierung und laufenden Kosten zu sichern, erteilte der nächste Erzbischof von Magdeburg mit Namen Rudolf von Dingelstädt und auch der nächste Papst Alexander IV. Noch weitere Ablässe. Also scheinen ja wohl noch eine Menge Sünder vorrätig gewesen zu sein, die die Angebote annahmen. Fest steht, von finanziellen Schwierigkeiten hören wir eine Weile nichts mehr. Etwas anderes scheint aber auch fest, selbst wenn es anfänglich niemand bemerkte. Beim Bau der Kirche wurde geschummelt und gespart. Auch das soll es ja heute noch geben. Also sowas, die Konsequenzen sollten sich natürlich erst später zeigen. Neben dem Hospital entwickelte sich ab 1224 auch ein Augustinerinnenkloster. Mehr Pilger kamen zu dieser Kirche und die bedurften mehr Betreuung und das Hospiz wurde immer mehr beansprucht. So entwickelte sich aus der kleinen Brunnenkapelle eine ganze Dorfindustrie mit Tourismus, betreutem Wohnen, Sterbebegleitung, Begräbnis und ewigem Leben. Fast genau 50 Jahre lang wurde gebaut und gebaut. Viel geschah im Jahr 1257. Zuerst eine Grenzbereinigung. Bischof Vollrath von Halberstadt verkaufte an Erzbischof Rudolf von Magdeburg die angrenzende Grafschaft Seehausen. Der Graf Gunzelin von Schwerin, der auch noch einige Erbschaften in der Region besaß, schenkte etliche Hufe Landes im Dorfe Eilsleben. Und dann war es endlich soweit. 1257 wurde die Kirche geweiht. Einfach romanisch, ohne Turm und Haube. Es mag eine großartige Feier gewesen sein, aber leider hat kein Bericht die Zeiten überlebt. Das Wachstum des Klosters nahm seinen Lauf. 1274 erteilte der Papst Gregor X. eine Bulle mit vielen Vorrechten. Gregor war ein geborener Visconti aus der Lombardei. Kurz darauf, im Jahre 1285, schenkten die Gebrüder Regenstein dem Kloster die Mühle von Morsleben. Sie stammte aus dem Erbe der Familie Morsleben, Ammensleben und Harpke. Übrigens, zu Harpke. Im Jahre 1308 ging die Grundherrschaft über den ganzen Ort an Bertram und Ludolf von Feldheim über. Diese errichteten daraufhin in einer wasserreichen Senke am Ortsrand die Wasserburg Hertbieke. Und dann geschah es. Schummelei und Pfusch verlangten ihren Preis. In Marienborn hatten sich wohl einige Maurer zu viel Freiheiten genommen. 1336, nach nicht einmal 100 Jahren, stürzte die Kirche ein. Stifter und Spender wurden wieder aufgerufen und bald stand in Marienborn eine neue Kirche. Ich kann nicht von allen Spendern berichten, denn dafür gibt es Bücher und Archive. In ihnen kann nachgeforscht werden, wie oft auch hier die Pest ihren Tribut verlangte, wie das schlechte Wetter die Ernte vernichtete,
wie Erzbischöfe zu Besuch kamen und kleine Geschenke hinterließen oder lokale Adlige großzügige Schenkungen machten, um ihr Seelenheil zu versichern. In jedem schlechten Ereignis steckt auch etwas Gutes. 1393 ermordete ein Diener seinen Vorgesetzten auf jämmerliche Weise, als der Adlige gerade aus der Kirche kam. Der Mörder entkam. Da durch diese Tat die Kirche entweiht war, musste sie neu geweiht werden. Das brachte ihr weitere Landschenkungen ein. Eine großzügige Spende von Johann von Walbeck machte es möglich, die neue Brunnenkapelle zu errichten. Der Bau vom Jahr 1400 ist in etwa derjenige, wie wir ihn heute noch sehen, von einigen Renovierungen 400 Jahre später abgesehen. Manchmal geschah auch etwas, was wir vielleicht heute nicht mehr so verstehen würden. Das Kloster war so umfassend gewachsen, dass im Jahre 1414 in einer Feuersbrunst schon ganze 17 Gebäude zum Opfer fallen konnten. Das Feuer näherte sich der Kirche und dem Wohngebäude der Nonnen. Und wie immer in solchen Situationen wird gerne gehandelt. Und das geht so: Du tue etwas für mich, errette mich, und ich tue was für dich. Ein Heiliger, der Herrgott oder die Jungfrau Maria müssen dabei immer in Vorleistung gehen. In diesem Fall bot die Priorin der Mutter Maria Folgendes an: Rette mich und das Kloster, man beachte die Reihenfolge, und wir werden einmal im Jahr eine Prozession zur Marienkapelle machen. Nun, die Entfernung von 100 Metern versetzt uns nicht gerade in Erstaunen. Wir müssen aber nicht vergessen, dass es den Nonnen absolut verboten war, die Klostermauern jemals zu verlassen. Demzufolge war es also ein wichtiges Angebot der Priorin, sich den Versuchungen der Weltlichkeit auszuliefern und diese doch zu meistern. Der Jungfrau Maria schien das zu gefallen. Das Feuer verschonte Kirche, Kloster und natürlich auch die Priorin. Diese allerdings durfte ihre Seite des Deals nicht halten. Es lag allerdings nicht an ihr. Schließlich war die Kirche vorrangig eine Männerinstitution. Die klugen Männer, die alles besser wissen, heißen Theologen. Diese Theologen berieten also ausführlich über den Deal zwischen Maria und der Priorin. Schließlich beschlossen sie, dass das Gelübde keine Gültigkeit haben konnte, weil es unter Druck und Angst erfolgte. Auch wenn Maria dem Feuer Einhalt geboten haben möge, brauchten die Nonnen das Gelübde nicht einzuhalten. Diese aber wollten das Gelübde gerne halten. Dazu sagten die weisen Männer nur, dass die Klosterregeln nach wie vor das Verlassen der Klostermauern verboten. Ich überlasse es den Kirchenhistorikern herauszufinden, was die Mutter Maria über den gebrochenen Deal dachte, ob sie sie bestrafte oder segnete. Ich verstehe davon nichts. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich kein Mann bin. Jedenfalls lag das Kloster in Schutt, Asche und Ruinen. Jetzt brauchte man Sponsoren, große Sponsoren, um das Kloster wieder aufzubauen. 1418 trat Hedwig von Feldheim in das Kloster ein und brachte ihr gesamtes Erbgut mit. Dieses Vermögen war so groß, dass sich die Situation schlagartig veränderte. Im selben Jahr wurde auch noch ein Kreuzgang angebaut. Und schließlich schenkte sie auch noch ein goldenes Kruzifix. Es brach wahrhaftig ein goldenes Zeitalter an.
In diese Zeit fällt noch ein anderer Vorgang, der eigentlich überhaupt nichts mit Marienborn zu tun hat, aber dennoch nur hier in Stein gemeißelt ist. Da auch die Quitzos wichtige Mitglieder meiner Ahnenreihe sind, möchte ich mir das genauer anschauen. In der Altmark, Brandenburg und Prignitz ist die Familie Quitzo seit Jahrhunderten bekannt. Die einen bezeichnen das berühmteste Mitglied dieser Familie als Straßenräuber, die anderen als Freiheitskämpfer. Dietrich von Quitzo selbst hatte den neuen Markgrafen, den ehemaligen Burggrafen von Nürnberg aus dem Hause Hohenzollern, als Nürnberger Tant bezeichnet. Dabei spielte er eigentlich auf den Geldadel an, der sich mit viel Geld Titel und Rechte erkaufen konnte. Der Burggraf hatte sich die Belehnung mit der Markgrafschaft Brandenburg mit sehr viel Geld erkauft. Kein Brandenburger wurde dazu befragt und erst recht nicht der lokale Adel. Die Geschichte der Quitzows ist so faszinierend, dass über deren verzweifelten Kampf mehr Bücher, Geschichten und Schauspiele geschrieben wurden, als über Götz von Berlichingen oder andere Ritter, die den Niedergang der freien Ritter bekämpften. Sogar Karl May schrieb über sie. Dietrich von Quitzow wurde buchstäblich gehetzt und gejagt. Schließlich fand er Unterschlupf bei seinen Verwandten, den Feldheim, auf Schloss Harpge. Er verlebte im nahen Wald seine letzten Jahre. Als man ihn schließlich tot auffand, wurde er im Kloster Marienborn ehrenhaft bestattet. Das hier ist der Grabstein oder soll der Grabstein sein von Dietrich dem X. von Quitzow. Bekannter und berüchtigter Raubritter, seinerzeit sehr gefürchtet. Genau kann man nicht erkennen, ist hier oben noch Anno Domini MCCC 1400, X für 10 und dann entweder zweimal I für 2 oder VI, das ist nicht genau zu erkennen. In der Literatur steht 1417 als Todesdatum und hier steht 1412 oder 1417, kann man nicht genau sehen. Hier müsste der Name erscheinen. Der Vorname ist nicht besonders gut lesbar, aber hier steht Q-V-I-T-Z-O. Weiteres ist schwierig zu lesen. Sicher ist, dass es sich um das Grab eines Mannes handelt, eines Ritters handelt. Zu erkennen am Gesicht, sehr schön nachgezeichnet, hier die Nase. Der Kopf, ein bisschen Haaransatz sieht man noch. Dann hier die Rüstung, sehr schön deutlich zu sehen, der Arm. Mit der Faust, die hier das Schwert hält. Hier oben ist der Knauf, die Parierstange und hier geht das Schwert runter. Dann haben wir hier das eine Bein. Das andere Bein ist nicht ganz deutlich erkennbar. Und hier unten müsste jetzt eigentlich ein Helm sein. Es ist aber kein Helm, es ist ein Schild. Hier sieht man den Fuß und hier ist wiederum ein Schild, was eine Rose enthält. Hier oben haben wir auch nochmal ein Wappen, auch zu erkennen eine Rose. Und auf der anderen Seite müsste eigentlich jetzt das Wappen des Vaters sein. Hier gehört das Wappen der Mutter hin und hier müsste das Wappen seines Vaters sein. Da würde man also ein Quitzow-Wappen erwarten, was aber nicht mehr nachvollziehbar ist. Ja. Und hier neben seiner geliebten Frau Elisabeth ist der Dietrich beigesetzt. Hier unten kann man das ganz gut sehen. Hier ist, das hier ist kein Männerbein. Hier, das sieht aus wie ein Rock. Was das hier in der Mitte sein soll, weiß ich nicht. Lesen kann man leider nichts mehr, dann müsste man eine Abreibung machen. Aber dem Gesicht nach zu urteilen,
Würde ich davon ausgehen, dass das eine Frau ist. Das ist zu schmal im Gesicht für einen Mann. Und hier sieht man auch noch so Ansätze, kann man eine Haube vermuten oder irgendwie eine Kopfbedeckung, wie auch immer. Nee, guck mal, hier ist eine Hand. Siehst du das? Hier ist eine Hand und das hier ist ein Pokal. Möglicherweise ist es das erste Mal, dass das Quetzow-Grab öffentlich gezeigt wird. Raubritter haben im Volksempfinden eine Art Robin Hood-Charakter erhalten. Aber so gut kann es auch nicht gewesen sein. Denn Bauern, Bürger und Behörden litten sehr unter diesen Landstraßenterroristen. Auch Mitglieder der Familien Feldheim, Alvensleben und andere ließen es sich nicht nehmen, ihre Lage durch gelegentliche Übergriffe zu verbessern. Besonders schwierig war es, an Gebirgshöhen vorbeizukommen, wie dem Elm bei Schöningen oder hier auf der Ostseite des Passes. Überhaupt scheint es mir eine Zeit des moralischen Niedergangs gewesen zu sein. Was muss ich da lesen? Einige junge Nonnen, wohlgemerkt ausnahmslos Töchter von adligen und sehr reichen Bürgern, hatten sich einige Freiheiten genommen. Ach, nee. So steht's hier geschrieben. Es waren nämlich längere Zeit hindurch viele Unregelmäßigkeiten eingerissen. Mehrere Chorjungfern wohnten außerhalb des Konventsgebäudes in einigen Häusern und nutzten eigene und klösterliche Güter als Eigentum. Also sowas, das ist ja unverschämt. Aber es kommt noch viel schlimmer. Offensichtlich war den Nonnen die tägliche Einheitstracht etwas langweilig. Dem halfen sie ab. Und so steht hier, sie erfanden selber eine Veränderung der Farbe und des Schnittes des Ordenskleides. Und hier weiter, bedienten sich auch der Handschuhe und frönten sonst noch der Mode und den bösen Sitten der Welt. Na, dieses Frönen muss aber mal aufhören. Zum Glück gibt es immer noch ausgesuchte Männer, die sich eifrig darum kümmern, dass Frauen nicht zu viel frönen. Also kam ein Prior aus einem strengen Kloster daher, der mal hart durchgriff. Er brachte die Nonnen wieder zur Rücknahme ihrer Ordenskleidung und zum gemeinsamen tugendreichen Leben, zur Entsagung des Eigentums und zu einem strengen Gehorsam gegen die Oberen. Damit sind natürlich die Männer gemeint. So konnte es ja auch nicht weitergehen mit dem Frönen und so. Offensichtlich hatten einige der Nonnen, sicher wegen des Herumfrönens, sich herausgeredet, dass sie die lateinischen Vorgaben des Papsts Gregor X. Und anderer Kirchenherren nicht so gut verstanden hätten. Dem wurde natürlich abgeholfen. Sofort wurden die strengen Klosterregeln des heiligen Augustin ins Plattdeutsche, so steht das hier, übersetzt. Jetzt mussten die Nonnen sich endgültig fügen, denn gegen einen plattdeutschen St. Augustin gab es keine Ausrede mehr. Eine weitere Maßnahme war das Versetzen mehrerer Nonnen aus Westfalen nach Marienborn. Diese Nonnen mit Migrationshintergrund brachen den lokalen Nonnen endgültig den Willen zum Frönen. Vorsorglich wurde auch noch eine Art Geheimpolizistin beigestellt, die immer mögliche Verstöße sofort zu berichten hatte. Als diese Reformen, wie man das damals nannte, die eher einen Rückschritt bedeuteten, abgeschlossen scheinen, kam nochmal ein wegen seiner Strenge bekannter Klosterreformator nach Marienborn, inspizierte alles sehr sorgfältig und fand alles ganz geordnet. Als Anerkennung schenkte er den geordneten Nonnen einige Gesangbücher und zog von dannen. Am Ende des Berichts steht hier, kurz, man lebte fromm und darum glücklich. Hat übrigens ein Mann geschrieben. Ach, was würden die Frauen eigentlich tun, wenn es nicht ab und zu mal ein paar Männer gäbe, die Ordnung schafften?
Wahrscheinlich würde die Sonne wieder um die Erde kreisen, was sie übrigens damals noch tat. Die Reformen hatten aber gesessen. Und zwar so gut, dass selbst die protestantische Reformation an diesem Kloster vorerst vorbeiging. Nichts mit Katharina von Bora und ihrem Martin Luther und so. Hier herrschte noch Zucht und Ordnung. Und hier herrschte auch eine andere Katharina. Genauer gesagt von der Schulenburg. Die Stühle des Erzbischofs von Magdeburg und des Bischofs von Halberstadt waren seit Jahrzehnten fest in die Hand der Hohenzollern gelangt. Kaum war dieser Erzbischof gestorben, zog ein anderer Wind auf. Erstmal konnten die Magdeburger und der Papst sich nicht einigen, wer denn nun Nachfolger werden sollte. Dieses Vakuum und die Wirren nach dem Schmalkaldischen Krieg nutzte der Edelmann Ludolf von Marenholz und seine Ehefrau Giese von Dannenberg und marschierten einfach in das Kloster ein. Sie erbauten sich mitten im Klosterhof ein Haus und besetzten so das ganze Anwesen. Giese verstarb 5 Jahre später. Ludolf von Marenholz konnte seinen Besitz aber 13 Jahre lang bis zu seinem Tod behaupten. Bis dann war Ruhe eingetreten und die Region protestantisch geworden. Sein Erbe erhielt das gesamte Kloster als Eigentum. Naja, fast 500 Jahre später können sich jedenfalls noch Touristen und Kunsthistoriker an diesem Grabmal ergötzen. Die vielen dreidimensionalen Details sind eine Vorlage für umfassende Studien. Ich konnte leider nicht herausfinden, ob es heute noch Nachkommen dieses Ehepaares gibt. Allzu viel meckern darf ich sowieso nicht, weil sowohl Marenholz als auch Dannenberg in meinem Stammbaum erscheinen. Es ist doch eigenartig. Der Grabstein des Raubritters Quitzow, ein Mann aus dem Osten, der für die Freiheit in Brandenburg und gegen die geldgierigen Hohenzollern gekämpft hat, ist von DDR-Bürgern fast bis zur Unkenntlichkeit zerhackt worden. Dagegen der Grabstein des Kriegsgewinnler-Ehepaares aus dem Westen ist fast unversehrt erhalten. Da ich die Bücher von Marx, Engels, Lenin und Mao Zedong nie gelesen habe, fehlt es mir wahrscheinlich am Verständnis dafür. Drei Generationen lang verlief alles relativ ruhig, obwohl ein schleichender Wandel stattfand. 1573 wurde Marienborn schließlich protestantisch. Schließlich? Mal sehen, was noch kommt. Wir sind noch lange nicht am Ende.